Hallöchen und eine wunderbare Tageszeit eures Vertrauens und herzlich willkommen zu Concrete Tremor. Ein Spiel von Mike Klubnicker mit Musik von Jabu. Ja, ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich die Ahnung, was uns erwartet. In der Spielbeschreibung ging es darum, dass es ein kurzes dystopisches Gruselspiel ist mit Plastiksprengstoff. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich drücke jetzt mal gleich die Leertaste. Und ich wette, wir begeben uns dann in diese wunderbar graue Welt, die nur aus Hochhäusern besteht. Irgendwie kommt mir das so ein kleines bisschen bekannt vor. Aber die Titelmusik ist toll. Kann man übrigens, die Musik von dem Spiel kann man bei Bandcamp käuflich erwerben. Das klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich atmosphärisch. Ja, also, wir legen jetzt einfach mal los und mal schauen, wohin das Ganze führt. I am starving. Ich verhungere. Hä? Was? Okay. Was ist denn das für ein Ding? Okay. Was steht da? Ist es ein Programm? Stamp Program? Das ist ein Knopf zum Drücken auf jeden Fall. Und ich dachte, wir können uns hier bewegen. Ich drück mal den Knopf. Das ist bestimmt gut, wenn ein Computer sagt, ich verhungere. Was zum Teufel ist das? Ist das ein Tablett hier? Und das ist eine Schüssel mit Rotz? Ist das jetzt was zu essen oder was? Okay. Meal Sub C. 001. Okay, das ist der Essensgenerator oder was? Oh, die Maussteuerung ist aber echt wild. Ist ganz schön laut hier. Ach, da sitzt ja schon jemand. Ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht möchte ich gerne... Ich kann nicht raus mit meinem Futter. Und für Ordnung sorgt man hier auf jeden Fall, weil nach dem Essen schmeißt man hier einfach alles auf den Boden. Und im schlimmsten Falle wirft man auch die Tische gleich mit. Ja. Kann ich mich irgendwo hinsetzen? Ah, Kumpels? What do you see from your room? Was siehst du von... What do you see? All I see is a wall. You know someone with the roof and rats, right? Really? Yes. So, where are we? I have no idea. Ich sollte den Dachboden checken. Das ging... Wow, ich bin schon mit Essen fertig. Das ist ja unglaublich. Und das um, 8 Uhr. Um 8 Uhr. Abends, morgens, was auch immer. Ist bestimmt ein lecker Frühstück hier. Ordentlich Cerealien aus dem Ding gerotzt. Wow, das Gespräch ging ein bisschen schnell. Also, für alle, die des Englischen jetzt nicht so mächtig sind, wir haben gefragt, was wir von unserem Apartment aus sehen. Und jemand fragte, was? Und dann ging es darum, dass der eine irgendwie nur Wände sieht, aber irgendwie auf den Dachboden gegangen ist. Boah, das ging jetzt so schnell. Ich habe es zwar verstanden, aber vergessen. Und der da hinten, der hat auf jeden Fall echt viel Hunger. Der hier wackelt. Der muss noch was essen, weil der zittert ganz schön. Und der da hinten, der hat aber ordentlich was gegessen. Der hat hier 4 Teller vor sich. Der ist satt. Diese wohlgeformten Menschwesen. Ich weiß gar nicht, sind wir Roboter? Wir klingen so komisch. Ich meine, dann war das hier unsere Portion Schmiermittel wahrscheinlich. So. Dann gehen wir mal auf den Dachboden. Hier ist sonst nichts Interessantes. Oh, ist das hässlich hier. Kann ich irgendwo rein? Nee. Boah, das ist so schnell. Ich habe mich gerade gefragt, ob hier was offen ist. Aber ich drehe mich so schnell, dass ich da ein bisschen... Ich muss hier ein bisschen vorsichtiger. Ein bisschen langsamer. So, da geht's runter. Das ist definitiv nicht der Dachboden. Und wahrscheinlich komme ich hier aber nirgendwo rein. Da geht's hoch. Das sieht doch wesentlich dachbodiger aus. Und wir halten uns mal ans Programm. Wobei, halten wir uns ans Programm? Wenn das Spiel sagt, wir sollen auf den Dachboden, dann gehen wir natürlich erstmal in den Keller. Können wir nicht. Wir werden von einem Kraftfeld davon abgehalten. Einem schön unsichtbaren Kraftfeld. Ja, dann
folgen wir der Story in den dunklen Flur. Draußen ist es sehr hell, aber von dieser Helligkeit kommt hier drinnen nichts an. Das sind bloß weiße Folien vor den Fensterscheiben. Und auch die Lampen spotten eigentlich den Begriff Beleuchtung, weil sie nichts beleuchten. Das ist, eigentlich sieht das hier alles aus wie Kellertüren. Also wohnen möchte ich hier nicht. Ist auch kaputt alles, der Boden. Könnte mal wieder renoviert werden. Hausmeister kümmert sich Dreck drum. Hab da schon zigmal angerufen, dass bei mir der Wasserhahn tropft. Und er sagt, ja, lass mal tropfen, ist doch entspannt. Und ich sag, nee, finde ich nicht toll. Da habe ich einen Tisch auf den Stuhl gestellt. Einen Tisch auf den Flur gestellt. Einen Hocker. Also einen Tisch habe ich vielleicht auch auf den Stuhl draufgestellt. Ich weiß nicht, hier macht man ja komische Dinge. Nach dem Essen wirft man auch alles auf den Boden. Ich kann hier nirgendwo rein, oder? Ich versuche es trotzdem eisern. Aber coole atmosphärische Musik, muss ich sagen. Erinnert mich auch irgendwie an was. Dann gehen wir mal weiter auf den Dachboden. So. Wir halten uns hier gar nicht auf. Wir sind schon oben. Und wow. Wenn ich so einen Ausblick hätte, ich wäre begeistert. Was? Was war denn das? Ran. Oh Mann, ist das laut. Ja, ich gehe gleich ans Telefon. Ach komm, ich gehe jetzt ran. Das alles ist schon echt verwirrend. Ich hoffe, ihr konntet das mitlesen. Da ging es halt darum, dass zwei Spieler auf dem Dach sind und es gab die Frage, ob man uns abschießen soll und das wurde dann verneint und dann wurde aber darauf eingegangen, dass wir ja runterspringen können und das wäre ja total unfair und die Antwort war, wir werden ja sowieso sterben. Das ist, ja. Das sind doch gute Zukunftsvoraussichten. So, ich gehe mal ans Telefon, das klingelt hier so laut. Ja? Was? Okay. Okay. Ist das jetzt so eine Art Schiffe versenken hier? Ich soll jetzt die Gebäude abschießen? Und wie mache ich das? Ah, 1, 2, 3, 4 bis 10, das sind die. Und das hier sind A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Das ist tatsächlich so eine Art Schiffe versenken. Ich soll jetzt hier auf... Okay. Und das hier sind die, die vorhanden sind? Was zum... Geier. Was sind denn die Punkte hier? Was bedeuten die? Ha. Wir nehmen mal 6. Ja, toll, dass ich dir die Buchstaben nicht sehe. A, B, C. Wir nehmen mal 6C. 6. C. C6. Aha. 1. Okay. 8. A, B, C, D, E. 8E? Verstehe ich nicht. Ich weiß noch nicht so ganz, worauf das hinausläuft. A, B, C, D, E. 10E? Was meint das denn hier? Ich weiß es nicht. Es ist alles irgendwie eigenartig. 7A. Also ich habe 5 pro Runde. Wenn ich das richtig sehe, habe ich noch nichts getroffen. Sind das hier vielleicht meine Gebäude? Kann ich denn auch 7... A, B, C, D. 7D. Was macht das denn?
Ah, das geht nicht, weil weiß ist blöd. Dann nehme ich mal 7i. Ach so. Okay. War das jetzt ein Treffer? Enemy Turn, Buildings 24. Okay. Also ich verstehe jetzt schon mal, was wir gesehen haben. Wir waren irgendwelche... Naja, so mehr oder weniger lebendige Figuren in einem von diesen schönen Gebäuden. Schön, naja. Von den Hochhäusern. Und der ganze Sinn ist, die in die Luft zu sprengen? Okay, ich habe noch 20 Gebäude. Hm. Gut. Gut. Dann nehmen wir mal 2a. Ne, 4. 4d. Und das war das erste. Dann nehmen wir mal 6i. Und dann nehmen wir 3a, b, c, d. Und dann nehmen wir... Ich weiß immer noch nicht, was das hier wirklich bedeutet. Dann nehmen wir 2j. Ich weiß es doch auch nicht. Und dann nehmen wir mal 5h. Nicht so erfolgreich, habe ich das Gefühl. Oh, da hat was gebumst. Ja, wurde was gesprengt. Nicht das... Vergesst's. So, jetzt ist der Gegner wieder dran. Der hat nur 23 Gebäude. Und wie viel erwischt er? Keins. Ich werde jetzt mit einem von den Bewohnern verbunden. Okay. Wir haben jetzt quasi einen Hinweis bekommen. Also wir haben jetzt irgendwen da in den Gebäuden angerufen. So eine junge, vertrauenswürdige Dame. Und wir haben der eingeredet, wir kommen von irgendeinem Bullshit-Ministerium. Und haben gesagt, die müssen evakuiert werden. Und in welchem Gebäude bist du denn? Und sie sagt, F5. Oh, wirklich? Wir müssen evakuiert werden. Oh mein Gott. Hier, evakuier mich. F5. War doch F5, oder? Ich weiß es nicht. Ja, wir sind hier echt nicht so erfolgreich. 8 A, B, C, D, E, F. 8F hatte ich das schon. Ich weiß halt nicht, was ich schon hatte und was nicht. Dann können wir mal 4 A, B, C, D, E, F. 4F. Es wäre echt toll, wenn die Buchstaben hier auch dran stehen würden, aber das ist ja zu einfach. 1 A, B, C, D, E, F, G, H. Hatte ich das schon? Diese bedrohliche Musik. Dann nehmen wir... Ich weiß nicht, hatten wir 6a schon? Stimmt. Oh. 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 Auf Wiedersehen, gute Frau. Das mit dem Englischen, das geht einfach zu schnell. Das kann ich nicht live direkt übersetzen. Ich hoffe, da kommt ihr... ein bisschen mit. Jetzt hat der Gegner noch 19 Gebäude. Hä? Ja doch, er hatte vorher 23, ne? Ach, du meine Güte. Das sieht jetzt nicht so gut aus. Jetzt habe ich noch 15. Meine Frage wäre, kann ich das überhaupt gewinnen? Ich könnte jetzt auch die gegnerischen Gebäude verschonen. Aber das ist so einfach. Wir nehmen mal 9a. Dann nehmen wir 9c. Und 9d. 9F. GH und 9H. Wir machen mal hier so eine 9er-Reihe.
sagen, das war gar nicht so schlecht. Wahrscheinlich sind seine Gebäude irgendwo... Jetzt wollte ich den Mauszeiger benutzen, obwohl man den nicht sieht. Den sieht man ja nicht immer. Seine Gebäude sind wahrscheinlich irgendwo dahinter dieser Wand. Das ist... ganz merkwürdig. Wieder was völlig anderes, als ich erwartet habe. Also ich weiß nicht... Grusel... merke ich da jetzt nicht. Okay, ich habe noch 10 Gebäude. Nehmen wir nochmal so eine Reihe. Ich glaube, gewinnen. Das ist echt schwierig. 6, A, B, C... Wir nehmen mal 6D. 6. E hatte ich, glaube ich, schon. 6F. Und 6J. Dann nehmen wir... 4... Hatte ich 4C schon? Ach, Erinnerung, wo bist du nur? 4C. Und 3B. Komm. Wahrscheinlich kann man hier eh nicht gewinnen. So, die Punkte. Ah, der setzt da Punkte hin, wo ich schon mal was gemacht habe, oder? Ah, das merke ich jetzt erst. Ist toll, wie merkbefreit ich doch bin. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Jetzt habe ich zumindest freie Sicht. Danke. Da rollen die Häuser noch rum. Jetzt habe ich noch 5. Toll. 1B. 1C. 1D. 3A. Und 3C. Komm, hau rein! Yeah! Volltreffer. Aber er hat noch 11 Gebäude. Der schummelt doch. Das waren 5, oder? Okay. Ja, haben wir wohl verloren, ne? Und das will mir der Typ jetzt wahrscheinlich nur so richtig reinreiben. So. Schön. Was? Oh. Okay. Ja. Hervorragend. Also das ist das Ende des Spiels. Wir existieren nur, um dieses Spiel einmal zu spielen. Um irgendwelche wahllosen Menschen da zu vernichten und uns dann selber zu töten. Das ist völlig unerwartet. Skurril. Einfach nur skurril. Entschuldigung, zwischendurch konnte ich, glaube ich, gar nicht so viel sagen, weil diese Computerstimmen dann am Reden waren. Ich habe versucht, das so ein bisschen ja, nochmal zu wiederholen, aber ob mir das so gut gelungen ist, weiß ich jetzt nicht. Also am besten wäre es, wenn man Englisch kann und dann mitliest. Das war jetzt ja nicht so dramatisch schnell. Ja, faszinierend. Ich bin tatsächlich irgendwie fasziniert. Glaubt man kaum, ne? Wenn man sagt, na, ist egal. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Rest dieses Tages oder eines anderen oder eines ganz anderen. Gehabt euch wohl, habt Spaß in der Welt und ja, spielt mal wieder Schiffe versenken. Ja, macht das. Auf Wiedersehen.